Moin Moin und willkommen zurück bei Stranded Deep. Ja, wir sind noch auf einer weiteren Insel. Unser Inventar ist voll. Wir haben immer noch nicht gefunden, was wir eigentlich suchen, nämlich Flossen und Vitamine. Allerdings scheinen wir in der letzten Episode wirklich unser Problem mit der Krankheit durch Schlafen gelöst zu haben. Zumindest höre ich ihn nicht mehr husten und heucheln. Ja. Denke aber, wir müssen einmal wieder zurück. Erstmal wird es Nacht, was auch etwas unangenehm ist. Und zweitens, wie gesagt, ist unser Inventar komplett voll. Ja, wichtige Sachen finde ich irgendwie nicht. Es mangelt immer noch an Ducktape, ja, für den nächsten Motor. Ich würde nämlich gerne versuchen, 2 bis 3 Motoren an meinem Floß anzubringen, um mal zu gucken, wie schnell wir wirklich werden können damit. Deswegen machen wir uns gleich erstmal wieder auf den Weg zurück und hoffen, dass wir noch eine Insel, ich glaube, ich mal im Vorbeigehen mal gesehen hatte, weiß ich nicht, ob wir da schon waren. Einfach mal hoffen, dass wir da noch nicht waren. Sonst gehen mir nämlich echt die Möglichkeiten aus, wichtige Sachen noch zu finden. So, Floß. Bisschen ins Wasser ziehen wieder. Eigentlich sieht das gar nicht so schlecht aus. Seltsam, aber gar nicht so schlecht. So, wollen wir mal den Kompass rausholen. Das müsste unsere Insel gewesen sein. Motor an. Der ist da. Versuchen wir es einfach mal. Ja. Endlich können wir auch ein bisschen auf See mal Ausschau halten, ob wir da irgendeinen Wrack finden. Aber jetzt bei Nacht haben wir ja vor ein paar Folgen gesehen, sind wir ordentlich krank geworden dadurch. Oh, der Seegang hat zugenommen. Drift ein bisschen ab. Ja, so einen richtig schönen Sturm oder sowas, das wäre echt noch toll, wenn sie das einfügen würden. Und so ein bisschen mehr, dass der Unterschlupf, den man sich bauen kann, auch ein bisschen mehr Sinn macht, außer um da ein Bett hinzustellen oder so. Derzeit ist das alles noch ein bisschen, ja, nice to have, aber wirklich nur just for fun. Finde ich etwas seltsam. Und schön wäre es auch, obwohl, das habe ich glaube ich noch gar nicht probiert, ob man Wände, also diese halbhohen Wände oder sowas am Floß anbringen kann. Dann kann man vielleicht auch ein paar Sachen da drauf schmeißen, anstatt die immer nur im Inventar haben zu müssen. Dass man wirklich so eine Insel am Stück abfarmen kann und dann erst wieder zurückkehren muss. Aber mal sehen, mal sehen. Ich hoffe erstmal, dass das überhaupt unsere Insel ist, auf die wir gerade zusteuern. Dann vielleicht ist glaube ich, in sozusagen östlicher Richtung noch eine Insel dort gesehen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob wir die schon angesteuert hatten. Aber schauen wir mal. Ich glaube, die hatten wir schon, oder? Ne, das war die, die wir hatten. Ich glaube, das ist dann die schon. Ja, das müsste dann, wenn wir da vorne sind, östliche Richtung, das passt. Fahren ja jetzt sozusagen von hinten an unser Lager ran. Da unser ist unser altes Life Raft. Keine Ahnung, wie das heißt. Ja. Oh, hier ist auf jeden Fall ein Wrack. Waren wir hier schon? Bei dem Wrack? Hier dürfte das ja nicht allzu tief sein. Können wir eigentlich einen Versuch wagen? Ich sehe nichts. Absolut gar nichts. Nochmal hoch. Sehr tief ist es nicht. Aber ich sehe jetzt auch gerade nicht, dass da irgendwas wäre von Interesse. Aber da muss was von Interesse sein. Nicht, dass das wieder mal in den Raft da so durchgebackt ist. Ich habe auch wirklich das Gefühl, dass die Kisten buggy sind, weil in vielen hatte ich jetzt schon drin, dass ich da nichts rausholen konnte.
Wahrscheinlich seht ihr es. Habt ihr schon die Kiste gesehen, die hier sein müsste? Und ich bin bloß zu blind? Was gerne mal passiert. Ah, okay, keine Ahnung. Zurück aufs Floß rauf. Lämpchen aus und ab geht's. Da hinten ist noch ein Wrack. Ja, Nacht ist ein ungünstiger Zeitpunkt. Kommen wir hierhin gleich zurück. Es ist ja nicht weit weg von unserem Camp. Und eher auf dem Weg zur Insel, wo ich noch nicht weiß, ob wir da schon drauf waren. Vielleicht können wir dann ja auch einfach bis zum Tagesanbruch das erwarten. Ja, okay, wir müssen auf jeden Fall was essen und was trinken. Wir haben hier noch ein paar Kokosnüsse dabei. Aufgeschlagene. So. Die können wir uns gleich mal zu Gemüte führen. Eins, zwei. Ja, und da ist auch schon unser Camp. So, davon haben wir 4 Stück wieder dabei. Stahl hatten wir, glaube ich, schon da hinten hingepackt, oder? Ja, nee, das sind die Planken. Da haben wir aber auch noch ein paar neue von. Driftwood? Nee, das ist normale Sticks. Okay, die kommen hier vorne hin. Oh. So war das nicht geplant. Bleibt da liegen. Motorteil, was soll man noch planen? Stahl, hatten wir den da hingelegt? Ja. Oh. Oh, 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 oh. Fliegt auch schon gut durch die Gegend. Das wollte ich auch nicht. Stoff, das haben wir, glaube ich, noch da hinten. Irgendwo rumfliegen, ja, die Clothes. Dann den, da sieht man noch, haben wir noch 2 Propeller, 3 Propeller sogar haben wir noch. Hatte ich ja beim letzten Mal einen zurückgelassen. Dann da vorne die Bandagen hin. Oh, einen Stahldings haben wir noch. So. Und dann die Planen. Mit denen ich wirklich oben dann auch wenn mein Dach bauen möchte mit den Planen. Deswegen lagere ich die jetzt erst einmal auch nur. Ja, jetzt haben wir vergessen, die Reifen. Jetzt haben wir die Reifen zurückgelassen. Naja. Ich habe auf jeden Fall noch wirklich Hunger. Nehmen wir uns mal den Kleinkram hier. Wie sieht's jetzt aus? Voll gut. Haben wir noch irgendwas dabei, was wir loswerden können? Nein. Das sind alles Sachen, die wir noch brauchen. Gut. Wie viel Driftwood haben wir noch? Ganz viel. Dann wollte ich hier vorne noch eine Treppe ranbauen. Bauen. Stairs. Planks. Steel Steps. Craft. Die sehen doch nett aus dazu. Passend. Perfekt. Hier können wir schon mal ein Planendach drüber machen, glaube ich. Floors. Ach nee, das gibt es ja bei Floors gar nicht. Das ist dann... Da muss ich dann, glaube ich, Walls nehmen. Da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Craft. Lasst uns doch mal kurz gucken. Kriege ich die hier oben dran? Oder kann ich damit einfach keine Dächer bauen? Nee, scheinbar. Nee. Kann ich nur... Habe ich die da eben dann nicht gesehen? Planken? Wellblech? Stahl? Können wir da keine? Hm. Schade. Wir wollen es ja dicht haben. Dann nehmen wir doch mal Stahl. Und Floss, Stahl. So. Sieht nämlich ein bisschen dichter aus und da bauen wir da oben was drüber, damit das nicht so löchrig ist. Ja, gut. Oder auch nicht. Wir haben nicht mehr viel zu fressen dabei, aber wir haben noch genug, denke ich, für eine weitere Tour. Ach genau, ich wollte probieren, ob ich die Halbwände auf
das Floß setzen kann. Dazu mache ich mir mal hier Driftwood Stick Craft. Ich denke, ich wage es zwar ernsthaft zu bezweifeln, aber ein Versuch ist es ja mal wert. Schön wäre es auf jeden Fall. Ne, geht natürlich nicht. Schade. Wie gesagt, ich hätte gern so einen Container, wo man Sachen mit transportieren kann, weil es doch echt, man echt wenig Inventarplätze hat. Haben wir dann jetzt noch alles an Rohstoffen? Driftwood haben wir noch ein bisschen. Wooden Sticks haben wir auch nicht mehr viele. So. Wir wollen aber hier oben. Machen wir das dann offen? Ja, doch, machen wir offen. Mal gucken, was wir da noch bauen können aus dem, was wir haben. Halfwall. So, komm. Dahin ein. Wall. Wooden Stick Half Craft. Craft den dahin. Wall. Nein, einen können wir noch. Oder auch nicht. Ach nee, da ist unsere Treppe, ne? Ja, natürlich. Das ist klar, dass wir da nichts hinsetzen können. Das ist auch gut, dass das Spiel das automatisch erkennt. Ich habe mich jetzt hier oben eingebaut. Ja, gut. Dann wird es auch schon wieder Tag. Optimaler Zeitpunkt, um wieder loszulegen. Jetzt nehmen wir die Kokosnuss noch. Trinken nochmal einen Schluck Wasser. Füllen nochmal auf. Und weiter geht's. Wir hatten ja noch ein weiteres Wrack entdeckt. Das will einmal kurz anfahren. War da irgendwo beim Floß hinten? So. Ah. Erste Mal das Floß manuell rumdrehen. Komm. Nee, ich will da nicht drauf sein auf dem Floß gerade. Danke. Oh, es flitscht weg. Die Richtung. Ich will da hoch. Werden wir nämlich vielleicht auch ein bisschen mehr sehen. Wo blubbert's denn? Wo blubbert's denn? War das noch weiter hier drüben? Wo waren die denn? Waren die nicht hier? Vielleicht auf dem Rückweg. Fahren wir erstmal zu der Insel jetzt da vorne. Gucken wir, ob wir da schon waren. Es gehen mir echt die Ideen aus, was ich jetzt noch machen kann, wenn ich diese Sachen nicht finde. Weil ohne Flossen diese tiefen Wracks suchen und plündern ist... Ich meine, nur mit Flossen und ohne Wassertank ist vielleicht noch eine Chance, aber weder... Wassertank, Luft... Lufttank ist mit, solange man die Flossen hat, geht's, aber ohne Flossen ist es einfach unmöglich. Ohne Flossen brauche ich es gar nicht erst zu versuchen. Dann könnten wir dieses Spiel eigentlich schon fast wieder abbrechen und ein neues anfangen, und das wäre echt schade. Da sehe ich was. Lassen wir mal das Floß hier stehen. Die Richtung war, die wir gekommen sind, ungefähr da. Ist hier? Ne, das ist nur ein Korallenriff. Ich depp. Ich dachte, das wäre ein Wrack. Bin aber auch blind. So. Da vorne ist auf jeden Fall ein Wrack mit Reifen. Ich sehe da bis jetzt nur die Tür und die Reifen. Wollen wir es doch mal gucken, ob wir hier was finden. So. Axt in der Hand.
Das werden wir gleich sehen, ob wir hier schon waren oder nicht. Aber wenn wir hier schon waren, habe ich das Wrack, die Wracksicher schon ausgeräumt. Die Konsole ist aber noch zu. Wir finden noch einen Wassereimer, na Halleluja. Das war jetzt ja sinnvoll. Eine Flare Gun. Ja, das ist, haben wir auch schon alles. Och, Menno. Das geht mir langsam ein bisschen auf den Keks. Um ehrlich zu sein. Dass wir nicht die richtigen Sachen finden. Auf jeden Fall die Sticks können wir mitnehmen. Die auf jeden Fall, immerhin waren wir hier noch nicht. Das ist immerhin schon mal eine Sache, die ich so sagen kann. Mal gucken, wie wir auf das Boot raufkommen. Ja, okay, jetzt sind wir, haben wir uns durch die Wand gebackt, jetzt schweben wir in der Luft. Machen wir mal die Reifen da los. Upsala, jetzt kommen wir wieder runter und können uns wieder bewegen. Tür auf. Komm, lass mich rein. Vitamine. Jetzt sag mir, dass wir jetzt die restlichen Sachen finden, die wir brauchen, Mensch. Locker. Kompass, noch einen. Verdammt. Und noch ein Propeller. Das ist doch alles Mist. Wir finden die gleichen Sachen immer und immer wieder. Aber nicht das, was wir brauchen. Komm ich da noch irgendwo in das Wrack rein? Unten vielleicht? Ne. Oh, ich bin drin. Aber komme ich hier auch wieder raus? Ist hier überhaupt was drin? Sieht nicht so aus. Okay, das sah extrem seltsam aus. Mal weitersuchen. Noch müssen wir ja nicht aufgeben, aber ich bin ehrlich gesagt kurz davor. Es ist ohne Flossen, ohne Lufttank, ziehen wir hier durch die Gegend. Das bringt einfach alles nicht viel mehr sonst. Ich könnte natürlich wie ein Wilder jetzt noch alle Inseln absuchen und Rohstoffe zu Baumaterialien zu holen. Allerdings sind das doch recht Labelmarker. Nehmen wir den mit. Was können wir da wegschmeißen? Wir brauchen den Wassereimer nicht. Komm, weg da. Dann haben wir schon 4. Super, jetzt können wir Sachen labeln. Ich will Flossen haben. Manu. Warum hasst dieses Spiel mich? Ich weiß das nicht. Was könnten wir noch wegschmeißen? Ach, die Steine legen wir erstmal hier hin. Ich will die Plane nämlich gerne mitnehmen. Auf jeden Fall müssen wir hier nochmal zurückkommen, um die Baumaterialien zu holen. Da sind noch einige vorhanden. Aber wie gesagt, ohne Flossen. Mann, das ärgert mich jetzt gerade richtig. Ich wäre gerne mal runtergeschwommen zu den tiefen Wracks, um euch das auch mal zu zeigen, weil da gibt es dann auch den großen weißen Hai noch. Und da gibt es noch andere Fische, die ich selber noch gar nicht wirklich gesehen habe. Aber irgendwie mag mich das Spiel nicht und gibt mir keine Flossen. Ah, mit ganz viel Glück finden wir noch welche. Und andererseits lohnt sich das auch nicht, hier noch überall rumzulaufen und alles liegen zu lassen. Was ich sehe. Eigentlich müsste ich einmal zurückfahren, die Sachen wieder zurückbringen. Ja. Ach, Spiel, hasst mich nicht. Warte, habe ich da vorne was blubbern sehen? Oder war das nur ein Wellenkamm? Nee, da vorne ist ein Wrack. Wollen wir uns das doch nochmal angucken.
Mit ganz, ganz viel Glück finden wir noch irgendwas. Finden wir da drin das irgendwas, was von dem, was wir suchen. Bei Flossen wäre es nicht so, wäre es ganz optimal, weil die gehen direkt, werden direkt angezogen und die gehen nicht erst ins Inventar. Braucht man also nicht. Auf jeden Fall finden wir hier noch viele Reifen, um unser Floß größer zu bauen. Aber das bringt uns ja alles nicht viel. Toolbox, eine Axt. Ja, okay. Immerhin haben wir eine neue Axt gefunden. Hatte ich auch viel mehr von bei meinem letzten Durchgang. Es ist doch. Da sind Fässer. Antibiotika können wir nicht mitnehmen. Na super. Findet man noch irgendwas Sinnvolles hier drin? Clothes. Axt. Noch ein Propeller. Was wollen wir mit so vielen Propellern? Oh, ich ersaufe. Uff. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Puh. Das war knapp. Inventar. Oh, und da ist auch ein Hai. Schön. Was machen wir jetzt? Ja. Würde ich sagen, dass ich diese Folge an dieser Stelle mal beende und wir dann in der nächsten Folge sehen, wie es weitergeht mit diesem Hai und unserem Weg nach Hause. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.